Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Kleiner Fail von mir. Ich hatte eigentlich schon die Aufnahme von der Tonspur gestartet, ohne dass ich die Videoaufnahme gestartet habe. Jetzt funktioniert alles soweit und wie gesagt, damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Mit dem vierten Orden in der Tasche machen wir uns heute weiter auf Prismania City ein bisschen zu erkunden. Und wenn ich ehrlich bin, ich fange, oder wie war, hatte ich ja schon angekündigt in der letzten Folge, wir fangen hier mit dieser Spielhalle an. Das ist nicht nur so eine Spielhalle, sondern eine ganz besondere Spielhalle, nämlich die von Team Rocket. Dieser Rüpel hier hat einiges damit zu tun. Hey, was soll das werden? Das ist ein schicknormales Poster. Der hat das gerade gar nichts versteckt, damit es klar ist. Mann, wie lange hat mein Kollege denn noch vor, Lavadier rumzudrödeln? Wehe, wenn es zu spät zur Wachlösung kommt. Oh Gott, nicht wirklich, oder was? Ich muss wirklich erst so nach Lavandia. Really? Oh, ja, okay, dann müssen wir das erst machen. Das wusste ich nicht, tatsächlich. Gut, dann machen wir uns erstmal auf nach Lavandia zurück. Tut mir leid, das ist ein kleiner Fehler, so ein Fail von mir. Ich hasse sowas manchmal. Okay, dann machen wir es zurück. Aber wir können eine kleine Abkürzung nehmen. Wir müssen nicht diesen mega langen Weg nehmen. Wir können ja jetzt hier diese Abkürzung durch die nächste Stadt. Schniff, Schniff. Der Tier riecht wirklich verlockend. Wie bitte? Du schenkst sie mir? Wow, das ist aber nett von dir. Danke. Gluck, gluck, gluck. Boah, das wird gut. Du willst aus der frühen City, stimmt's? Dann geh, ich lasse dich durch. Ich werde uns hier mit den anderen Wachmännern an den anderen Toren teilen. Ja, wir können also quasi jetzt den Durchgang aus der frühen City nehmen. Ähnlich ist dieser Weg offen. Und wir haben ein bisschen wenn man einen etwas schnelleren Weg nach Saffronia City. Nach Lavandia, Entschuldigung. Theoretisch könnten wir hier oben eine kleine Arena-Exkursion machen, weil das ist die einzige Stadt hier mit zwei Arenen. Aber das machen wir noch nicht. Jetzt, das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich will nämlich erst, wie gesagt, das mit dem Thema Prismania City abschließen. Ja, ich weiß, der möchte natürlich erstmal den schnüffeln, das ist mir auch jetzt nicht egal. Die ganzen Trainer, die hier so rumrennen, die haben wir ja mittlerweile. Oh, guck mal, Nakani. Ja, gut, wir haben ja schon eins. Wir haben ja schon eins. So, warte mal, wo ist der Team Rocket Heini? Ist das hier? Nee. Wo war das? Oh Gott, was muss ich da machen? Oder müssen wir doch erst in den Turm? So, dann müssen wir doch mal hier hoch, eben kurz. Weil eigentlich kommen wir hier noch nicht weiter. Das wollte ich eigentlich, wie gesagt, erst später machen. Ja, ich weiß, dass unsere Rivale da ist, aber wo war der jetzt zu dem Rocket Heini? Oh Gott. Ich kenne das nämlich nie so. Ah, es tut mir leid. Es tut mir so leid gerade. So, was haben wir hier? Pokémon Clubhaus. Ist das hier? Auch nicht. Boah. Das hier? Nee, auch nicht. Oder müssen wir tatsächlich erst wirklich den Rivalen noch plätten? Ja, scheint das doch wohl der Fall zu sein. Shit. Okay, dann machen wir das doch. Dann kümmern wir uns tatsächlich erstmal um unseren eigenen Rivalen. Oder steht der hier zufällig? Ne, der steht nicht hier rum, ne? Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt den Rivalen plappern. Na gut, dann machen wir das doch. Hey! Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass alles deine Pokémon. Es ist alles in Ordnung. Puh, da fällt mein Schwert vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde, wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon noch wirklich fit sind. Na gut, machen wir das doch.
So. Gut. Dann gehen wir drauf. Ja, wunderbar. Das Pokémon brennt. Ja, heißes Kochen, heißes Wasser verbrennt öfters mal. Wieder tiefer dran. Okay. Gut, dann nochmal Kaskade. Probieren wir es halt nochmal. Und damit ist das Thema gegessen. Okay, jetzt Blitze ein. So. Gut. Mit der Attacke machst du nicht viel. Der kann sein Evoli entwickeln. Normalerweise kann man Evoli Pikachu gar nicht weiterentwickeln, aber er hat sein Evoli zum Blitzer entwickelt. Oder er hat sich unterwegs noch ein weiteres Evoli gefunden. Kann sein, dass er jetzt doch noch Evoli am Ende hat. Tschüss. Blitzer. Nein, ersetzt du Flo als letztes ein. Okay, also ein Evoli tatsächlich zu einem Blitzer entwickelt. Wie gesagt, obwohl das normalerweise nicht möglich ist. Ja, gut, dass du Flo, das hatte nicht den Hauch einer Chance. Liebe Leute, bye bye. So, Level 33 Visa Flo. Ich habe jetzt ins Gefecht Tragossos den Augen verloren. Hast du schon mal einen Tragosso gesehen? Man kennt es ja an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Tragosso hat eben genauso ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Und vielleicht finde ich jetzt ein paar Stockwerke weiter oben. Ja, aber wir können doch nicht weiter, oder? Wir können doch nicht weiter, glaube ich, oder? Ich weiß, dass da noch ein Trainer ist. Ich würde, wie gesagt, hey, Tragosso! Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das? Ein Gespenst war! Verlass diesen Ort, verlass diesen Ort! Oh, Tragosso! So, der Geist haut ab. Gosso, Gosso! Der Gosse sieht unheimlich traurig aus, als es die Treffen hinunterstafft. Ja gut, die Frage ist... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wissen wir jetzt tatsächlich... War das jetzt, dieses Event jetzt gerade eine Auslösung? Das Ganze, um das Ganze auszulösen? Aha. Hm? Da komme ich auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist es von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht gesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Ach genau. Aber nur, weil dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat.
Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit deren Händen zum Bus zurück. Stopfen uns einfach dieses Dragon und helfen uns im Versteck ab. Los! Kennst du die, James? Also auf ins Rocket Gamer Paris in Prismania City. Bra? Aber natürlich mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Okay, James und Tante Jessie bringen dich hin. Also komm mit brav mit, in Ordnung. Oh, was für ein fieser Plan dieser beiden. Abgemacht, dann nicht so los. Oh nein, das ist ja schrecklich. Was? Hast du das gerade auch gesehen? Die Mucke hat einfach das arme kleine Trokosso mitgeschleppt. Hoffen wir, wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit ihm formen. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Ja, dann müssen wir ganz, ganz schnell dahin. Okay. Dann können wir jetzt wohl nach Prismania City. Das heißt, ab wieder durch Sofronia City rüber. Die sagt, eigentlich können wir noch nicht wirklich weiterkommen. Moment. So, und dann geht's hier oben weiter. Normalerweise kennst du sie. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe sie ehrlich gesagt immer auch privat gespielt. So, geht's jetzt weiter oder? Warte mal, erstmal schnell das Pokémon Center aufsuchen. So. Gut, warte mal, Moment, ich muss gerade kurz was schreiben. Ist gerade wichtig. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. So, das habe ich jetzt gerade erledigt. So, gut, dann können wir jetzt endlich hoffentlich in diese Spielhalle. Das hat natürlich jetzt alles ein bisschen Zeit gekostet. Mein Job ist es, diese Puste zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird es bereuen. So. Ein Radikal fängt damit an.
So, Garados jetzt wird eingesetzt. So, aber kurz Kaskade rein. Das ist ein Level über Meier. Aber hat nicht wirklich die Chance. Oh, es ist sogar zurückgeschreckt. Das ist gut. Und bye bye Radikal. Und Level 29 für Garados. So. Wenn es weitergeht, fliegt noch auf, dass wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Warum hat er dieses Poster bewacht? Was ist denn da so besonders dran? Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du schließt dich, die zu betätigen. Klick. Du hast von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Hallo? Wo ist dieses Geräusch hergekommen? Ach, hier unten? Komm, schon los. Nur noch ein bisschen. Ah, ich hab's fast geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch schon auch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Boss vorhin an Astralis Ragos mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimschütze Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Okay. Aber wenn ich ehrlich bin, das hat ein bisschen länger gedauert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache das dann wirklich im nächsten Part, dieses Versteck. Eigentlich wollte ich es in diesem Part gemacht haben, aber dann kam ja ein bisschen was dazwischen. Ihr habt es ja selber mitbekommen. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir mal einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Let's Go Pikachu.